Guten Tag, wir sind Backstage und hier kommen gerade spannende Geschichten. Ja. Du bist ein Spulenkind und dir ist in der Schwangerschaft die Sehne gerissen. What? Warum? Ich hatte so viel Wasser, ich war so dick und dann ist die Sehne hier immer ans Gelenk und ist die gerissen. Habt ihr sowas schon mal gehört? Das ist, ja, kann, ist das bekannt, dass wir in Schwangerschaft... Das ist ja echt gruselig. Und dann wurde das wieder genäht, oder was? Ja, die wurde dann von hier oben runtergezogen und zusammengenäht. Scheiße. Du hast auf dem Hals ein Tattoo von einem Tätowierer, der unter meiner Achsel auch tätowiert hat. Ne? Ja, beide. Beide, ja, sehr, sehr gut. Mhm. Ich habe da einen Zombie unter der Achsel. Jetzt, wir gucken mal, was man verkleinern kann. Du hast da ja eine kleine Fledermaus. Kann man die verkleinern auf Schweizerdeutsch? Fledermäusli oder sowas? Flattenmüsli. Ja, Flattenmüsli. Und das Sternchen, könnte man Sternli sagen oder geht das nicht? Sternli, ja. Schmatli. Smatli. Aber aufpassen, es gibt auch einen Schweizer, einen berndeutschen Ausdruck, der heißt Modi. Und das darf man nicht verwechseln mit Matli, weil das heißt dann eine junge Frau, ein Mädchen. Ah, Modi. Ein Mädchen. Genau. Sehr, sehr schön. Mal sehen, was kann man noch weiter verkleinern. Zum Beispiel ein Karton da. Kann man den verkleinern? Ein Karton? Ist das ein Kartonli oder sowas? Oder gibt es Dinge, die man nicht verkleinern kann? Geht nicht. Kühlschrank? Geht auch nicht, ne? Also es gibt Gegenstände, die man nicht verkleinern kann. Kühlschrankli. Das würde gehen. Ja, wenn er klein ist. Ja, verstehe. Ja, auf jeden Fall. Hast du die hohe Kunst des Verkleinerns schon gelernt? Nicht ganz. Ich spreche gar kein Schweizer Deutsch. Null? Aber noch nicht mal Phrasen oder so? Nein, nicht mal. Aber wie? Schreiben ja. Aha. Schreiben geht. Wie findest du das, dass er überhaupt kein Schweizer Deutsch spricht? Er will nicht, dass ich Deutsch spreche. Das hat er nicht gerne. Aber, ach so, ja, aber wie macht er das dann? In welcher Sprache spricht er denn dann? Schweizerdeutsch. Das finde ich sehr, sehr gut. So kann man das machen. Welche ist deine Lieblingssprache? Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch, Englisch, Nein, Italienisch? Venezianisch. Venezianisch? Mhm. Wie ist das? Ma che caso vuoi saperti? Das ist ein Akzent von Italienisch wahrscheinlich, der Dialekt. Ne? Ja. Cool, woher kannst du das? Ich bin Venezianerin. Das ist ja geil. Das ist eine Mischung zwischen Italienisch und Slowenisch wegen der Grenze? Wegen Nein, Jahren, ich glaube nicht. Ich habe Italienisch mit sehr vielen Fluchwörtern. Hast du gerade geflucht? Nein, ich habe nur gesagt, vorhin, ja, habe ich. Fluch dann mal auf Venezianisch, das ist ja geil. So, kannst du mal auf Venezianisch fluchen? Magis sbordomi. Hört sich hart an, ne? Man weiß, oder? Ja, aber so richtig so schön, gleich Italienisch phonetisch und gut, einfach so das Italia. Das ist schon was Italienisches. Wie würde man auf Schweizerdeutsch fluchen? Gott, verdammt mich nochmal, Huren, verdammte Bajas da hin. Jetzt hau einfach mal ab und gang in deine Hurenhölzer. So, die Ines behauptet immer, sie könnte Schweizerdeutsch verstehen, weil sie mal länger in der Schweiz gelebt hat. Was hat er gesagt, Jessie? Also ich habe den Anfang noch verstanden, Gott verdamm mich nochmal, und dann habe ich aber nicht mehr hingehört. Oh, Ines möchte nämlich keine Schimpfworte hören, und dann hält sie sich die Ohren zu, damit sie das nicht hören muss. Was hast du auf Hochdeutsch gesagt? Ja, Gott verdamm mich nochmal, Gott verflucht, und Bias. Bias ist eigentlich Berndeutsch für einen Idioten, für so, Deppen und verstehe. So, genau, und geh mal zurück in deine Höhle, verflucht. Höhlen, zum Beispiel ein Kühlschrank, wie ging der kleine Kühlschrank nochmal? Wäre eine Höhle? Kühlschrankli. So, da gehen wir hin, wenn wir verflucht werden. Oder, was? Also muss man echt aufpassen, also nicht alles, was hier mit dem I hinten ist, ist verkleinert. Ah, nee, nein. Der Kühlschrank zum Beispiel nicht. Der hat einen, ja. Gorenje, ja, das ist ein Eiskastel. Das ist kein Kühlschrank, das ist ein Eiskastel. Könnte man den verkleinern? Eiskastli? Kühlschrankli. Nee, aha. Dann ist ein kleiner Kühlschrank. Verstehe, also aus dem Eiskastel wird ein Kühlschrankli. Kühlschrankli. Genau. Ein Audi ist zum Beispiel kein kleines Auto, das ist nur ein Auto. Genau, und Autobahn ist die Autobahn, aber eine normal große Autobahn. Wie heißt die auf Venezianisch, die Autobahn? Da gibt es keine Autobahn, ne? Nee, wir haben nur Wasser. Da haben wir solo el Kanal. Die Autobahn ist nicht eine Bahn, wo Autisten drauf fahren, sondern eine Kirmesbahn. Postet ihr drunter, ob ihr das genauso seht. Wenn ihr weitere Informationen dazu habt, wir hätten gerne eure Informationen, das müssen wir arbeiten. Das sind unsere Markierten aus der Schweiz. Nö. Wo kommst du denn aus Bern? Solothurn. Wahrscheinlich, ja. Kleiner Bruder von Bern, plus minus, ja. Der kleine Bruder von Bern, wo kommt ihr her? Du kommst aus Venedig, haben wir schon gehört. Ja, aus Basel. Warte, guck mal, für all meine Basler Freunde. Weißt du auch, was das bedeutet? Ist das ein Stab? Oder? Der Basler Stab, was bedeutet der? Ich habe keine Ahnung. Wisst ihr, was der Basler Stab bedeutet, den unsere Markierte auftätowiert hat? Wo kommst du her? Bern. Du? Auch aus Bern. Aber Essen, ne? Eigentlich ursprünglich aus Essen. Ursprünglich aus Essen. Und wo kommst du her?
Aus Thüringen, aber ich habe lange in Basel gewohnt und ich weiß, dass das, dass das Stäbe von Bischöfen sind. Die haben, irgendwas mit Basel zu tun. Das weiß ich wiederum nicht, was die Bischöfe mit Basel zu tun haben. Weil die sieben Erzbischöfe. Ach so, die waren doch hier in Basel, die Erzbischöfe. Deswegen haben wir auch die komischen Kirchen, die so angekündigt sind. Das kenne ich nicht aus mit Kirchen. So. Damit ein katholischer Kanton. Wie Venedig wahrscheinlich auch. Ne? Venedig ist wahrscheinlich auch katholisch, oder? Leider, ja. Ja. In Solothurn, ist das katholisch, protestantisch, kalvinistisch? Nee, ist katholisch. Auch katholisch. Ich bin reformiert, aber zwar Solothurn ist ein katholischer Kanton, weil wir haben mehr Feiertage als die Reformierten. Vielleicht wisst ihr, warum der einer der Basler Stäbe, also vom Basel Stadt am Rothus, spiegelverkehrt ist. Das ist Basel-Land. Das ist Basel-Land. Nee, aber der ist doch in Schwarz und ohne die Punkte. Warum ist der eine... Zwei sind richtig rum, einer ist spiegelverkehrt. Warum ist am Rathaus in Basel einer der Stäbe verdreht? Wenn ihr es wisst, postet es hier drunter. Jetzt lassen wir mal arbeiten. Tschüss, ihr Lieben, macht's gut. Bis später, wir sehen uns gleich nochmal. Wir sind nämlich hier Backstage im Hebse-Theater. Das heißt aber jetzt Kulturhus, also Kulturhaus. Und wir könnten sogar noch als Poster von mir sehen. Schon ganz lange gewesen. Oh mein Gott, ich bin alt. Hier steht... Ja, könnte sehen, so sah ich früher aus. Ich glaube, hier sind noch mehr Poster von mir. Ja, irgendwo sind die. Krass. Ich bin schon ganz, ganz lange hier. Toll ist das. Und wenn man dann hochgeht, so ist das Backstage. Hier in der Schweiz ist das Backstage übrigens ordentlich. Nicht wie in Deutschland, wo dann immer total alles mega runtergerockt ist. Hier ist das wunderschön. Und dann steht man hier für einen großen Auftritt. Tada! Da kann man also hier... Hier ist übrigens Verzehr möglich. Hier im Hebse-Theater, im Kulturhus, könnt ihr während der Veranstaltung Gläschen Wein trinken. Das gibt es auch nicht mehr überall. Im Senftöpfchen in Köln noch, ne? Aber ansonsten ist das auch ausgestorben.